Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion. Weiter geht's an dieser Stelle. Ich habe schon mal ein paar Zyklen in dem Sektor hier verbracht, habe es einfach ein bisschen rauschen lassen. Das war tatsächlich ausnutzen, dass wir gerade Legierung plus machen. Anhand unserer Abfallverwertung und des Stahlwerks. Und Nahrung läuft ja auch im Moment. Das heißt, zwischendurch geht noch ein bisschen die Forschung voran. Das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir es in Ruhe angehen lassen. In Sektor 5 passen ein paar Leute nicht ins Krankenhaus. Da war mal wieder irgendwie ein Unfall. Was? Hä? Wait. Ach, in Sektor 1. Oh. Ah, Gott sei Dank. Das passt ja. Wir sind gerade wieder ein paar fertig geworden mit der Behandlung. Sehr gut. So, bevor wir lassen es ruhig angehen. Lassen wir schon die ganze Zeit. Zur Protagoras fahren, will ich mir von hier noch die Ressourcen holen. Denn hier sind nochmal zwei richtig große Vorkommen. Einmal hier. Und einmal hier. Hier, guck dir das an. Das können wir nicht hier lassen. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, ich werde versuchen, mit der Taiken von Rokatansky hier rumzufliegen nach Chevy. Also vorher alle Schiffe einladen. Wir fliegen nach Perenti, nach Rokatansky und dann hier rüber. Und sammeln dann hier erstmal die Ressourcen ein, weil ja unsere Fracht- und Abbauschiffe nicht durch den Nebel können. Die Taiken wird es hoffentlich schaffen. Da muss ich nur schauen, dass wir hier sämtliche Eisenabbau-Ressourcen erstmal kurz vermeiden, damit nicht die Schiffe, die KI ist manchmal ein bisschen merkwürdig, die würden dann wahrscheinlich, obwohl hier Eisen ist, auch durch den Nebel fliegen zu den anderen Abbaustellen und da das Zeug holen. Also müssen wir die alle abstellen. Da darf ich auch keine vergessen. Oh Gott. Also kurz bevor wir losfliegen, muss ich die ausschalten. Und eigentlich wären wir batterietechnisch soweit. Guck dir an, wir sind überall bei Minimum 3. Das sollte reichen, um darüber zu kommen, hoffe ich. Wie gesagt, zur Not können wir noch ein bisschen was abschalten. Ich kann jetzt die Sonde auch noch nicht schicken, um die Ressourcen aufzudecken, weil ich Angst habe, dass die Schiffe dann darüber flattern und wieder durch den Nebel gehen. Deswegen was ist hier schon wieder los? Ist schon wieder irgendwas in die Luft geflogen? Achso, nur die Eishalde, das geht ja noch. Und ich taufe fleißig Leute auf. Und bin hier schon. Na, so langsam wird's voll. Ne? Hier passt noch einer rein, da noch 6. Hier kann ich noch ein paar rüberschicken. Jetzt müsste ich langsam. Jetzt habe ich sogar richtig viele Arbeitskräfte schon über. Hier alleine 70. Wow. Cool. Oh Gott, so langsam wird's. Also weiter reinpumpen in Sektor 5, bis der voll ist. Machen wir nochmal, wie viele Nicht-Arbeitskräfte sind denn hier? Nur noch 41. Ja, ich schicke trotzdem nochmal 20 Nicht-Arbeitskräfte. Von 6 in 5. Von 6 in 5, jawohl. Dass ich mal zu viele Arbeitskräfte habe, hätte ich auch nie gedacht. So, hier erforsche ich gerade den zusätzlichen Wohnraum, das ist sehr angenehm. Das könnte ja dann nochmal ein bisschen Luft geben. Kommt, glaube ich, genau hin, bevor es zu knapp wird mit unseren Leuten. Und danach muss ich tatsächlich Rumpfabnutzung während der Fahrt. Rumpfabnutzung während der Fahrt. Ja, ich würde gerne. Warte mal, ist das. Kann ich das Schiff noch ein bisschen stabiler machen? Ich glaube, es gab irgendwo
Ein Schutz gegen Stürme. War das hier beim Antrieb? Die Geschwindigkeit erhöhen ist auch nicht verkehrt. Warte mal. Wo könnte denn das sein? Andockbucht? Naja, das ist Entladen, Raumschiffbau, Geschwindigkeit. Sondenwerfer wohl eher nicht. Außenbordschleuse. Baugeschwindigkeit erhöht. Reparaturgeschwindigkeit erhöht. Das war nur Geschwindigkeit. Nee, leider nicht. Das war doch... Eigentlich hätte es beim Rumpf sein müssen. Das war bei den Bergbauschiffen, ne? Ja genau, halten gefährlichen Wetterbedingungen länger stand. Oder Frachtschiffe, da war das glaube ich auch. Ja. Okay, das geht gar nicht bei der Taiken. Dann müsste ich bei der Fahrt die Rumpfabnutzung reduzieren. Aber dafür brauche ich, sag ihnen, was sie hören müssen. Das war glaube ich... Ne, wo war denn das jetzt wieder? Ich werd blind. Hä? Scheiße, Moment, ich hab's doch eben gesehen. Oh, diese... Ich werd verrückt. Ist das hier wieder ein Struggle? Hier, sag ihm, was sie hören müssen. Okay. Dann reihen wir das nochmal ein. Ich würde es trotzdem riskieren. Den Hinflug... Oh Gott. Oben rum. Lass mal wieder weiterlaufen. Schon mal durchzuführen. Warte eben noch die Erforschung der Gebäude ab. In der Zeit können wir hier nochmal ein bisschen mehr Nahrung anwerfen, denn wir kriegen ja einiges mehr an Leuten dazu, ne? Warte mal, ist hier genug Personal? Ja. Wir haben Legierung, Strom wird jetzt ein kleines Problem. Vielleicht könnten wir das sogar vorher noch machen. Aber Rumpfintegrität ist so und so nicht die beste. Ich denke, wir bauen vorher noch Strom an. Gerade mal so. Ja, mach mal erst den, ist ja wurscht. Schweren Herzens, ne? Hab ich überhaupt 225? Oh. Oder machen wir das, wenn wir drüben... Ja, das machen wir, wenn wir drüben sind. Da müssen wir eh eine Weile warten, bis die Ressourcen da verarbeitet sind. Wie lange brauchen die noch? Ja, gleich gibt es wieder 5 Punkte. Muss halt zusehen, dass mir die Leute hier nicht über den Kopf wachsen. Das geht relativ schnell mit dem Auftauen. Zur Not muss ich hier noch ein Haus bauen. Dann habe ich aber auch keine... Da sind wieder 2 Mikrochips reingekommen, Gott sei Dank. Ja, dann passt es. Dann hätten wir genug für Strom.
und noch ein, zwei neue Häuser. Also ich bin immer noch der Meinung, dass die hier irgendwie kaputt ist. Die hier war eben auch auf 100, die ist komplett leer, das haben die hier reingepackt. Aber hier tut sich irgendwie nie was. Jo, wir sind richtig voll mit Nahrung. Ich würde ja gerne so eine mittlere Halde bauen, aber ich kann es halt nicht erforschen, weil andere Sachen im Augenblick wichtiger sind. Ah, guck mal, es geht ein bisschen voran. Müssten wir jetzt bei 94% landen? Nee, sogar mehr. Oh, guck mal. Ich dachte, ein Punkt pro Prozent. So ist es gar nicht. Das reicht sogar schon. Nice. Zusätzliche Betten wurden freigeschaltet. Yo! Oh Gott. Entschuldigung, aber das lohnt sich ja mal richtig. Bist du verrückt? Stört die Leute das irgendwie? Sind die da irgendwie sauer? Nö. Okay, mega gut. Was ist denn hier? Sektor 6? Also diese Unfälle andauernd, die machen mich echt fertig. Boah, gar kein Problem mehr jetzt. Die Wohnhäuser brauchen wir erstmal keine bauen. Sehr geil. Wollen wir los? Ja, los, komm. Ich werde jetzt hier die Ressourcen alle sperren. Vermeiden Sie das. Warte mal, den Schiffen entziehe ich mal jeglichen Auftrag so lange. Ihr beiden kommt zurück. So, ich darf jetzt nur nichts übersehen. Hier ist nichts mehr. Vermeiden, vermeiden. Okay, die sind dann auch rot markiert. Das kann man da ganz gut sehen. Ach du Scheiße. Vermeiden. Das geht leider irgendwie nicht. Also ich wüsste nicht, wie man es anders hinkriegen sollte. Aber da liegt halt noch zu viel Kram rum. Das können wir nicht liegen lassen. Oh Gott, das ist ja doch noch eine ganze Menge, ey. Okay. Das können wir uns ja nachher holen, wenn wir hier bei der Protagoras sind. Wenn wir die Reste noch abholen. So, das ist vermieden, hier drüben war ja nichts weiter, das ist alles vermieden, die muss da bleiben, kriegen wir nicht weg, ja, ich glaube wir haben es. Okay, dann alle Schiffe zurück bitte. 2, 4, 6, 7. 7 ohne Auftrag, ja. Kommen die jetzt? Muss ich auf die warten oder kommen die jetzt hier rüber dann? Ja, komm, lass uns die 2 Minuten jetzt noch warten, bis die Schiffe da sind. Nicht, dass die hier herrenlos im Raum rumschweben. Dann machen wir uns erst hier rüber, da hoch und dann da rüber. Es wird eine ganze Menge Integrität kosten. Die müssen wir dann da drüben. Wieder eine Weile aufbauen lassen. Aber je weniger wir haben, desto schneller geht's ja. Von daher wäre das erstmal okay. So, dann gib mal Schmelz, bitte. Ich mach's selten und ich mach's ungern, weil mir sonst
manchmal ein paar Sachen um die Ohren fliegen, die ich da nicht rechtzeitig mitbekomme, aber ich mache mal ein bisschen schneller, bis die zwei Schiffe da sind. So. Auf geht's. Wir fahren den Brocken mal hier rüber. Strom reicht. Abfahrt. Nice. Unterwegs zu Perenti 85. Also mit dem Forschungsschiff hat es ja funktioniert. Da ist ja hier so ein Bogen rumgeflogen. Ich will es halt nicht riskieren, direkt durchzufliegen. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu weit gewesen. Dann machen wir es gemütlich. Schön, dass ich die Geschwindigkeit noch nicht erforscht habe von der Taiken. Das dauert ja 100 Jahre, bis sie durch die Gegend rauscht. So, Batterie. Hält. Ah, geht aber runter. Alter Schwede, hast du gesehen? Wie viel Rumpfabnutzung das reinknallt? Achso, das war eben kurz, weil wir nicht repariert haben. Okay. Alter Schwede. Geil. Aber irgendwie auch übel. Wir müssen sogar erstmal wieder die Batterien aufladen nach dem kurzen... Flug. Uiuiui. Oh Gott. Schieb deinen Arsch da hoch. Kann doch nicht wahr sein, wie lange dauert das denn? Und dann mal gucken, wie lange wir von hier nach da brauchen. Und das ist ja eigentlich der längste Abschnitt hier. Das könnte schon knapp werden. Ja, hat ungefähr die Hälfte. Gekostet. Bin mal gespannt, ob das eine gute Idee war. Auf jeden Fall sind wir ein Stück näher dran. Wir sind da. Richtig? Jo. Ich muss unbedingt Dinge erforschen, wenn wir uns jetzt öfter mal bewegen müssen. Die den Rumpf ein bisschen schützen. Das ist ja krass. So, warte mal kurz. Ich lasse mal eben ein bisschen die Batterien wieder aufladen. Mit den geilen 13 Strom, die wir noch über haben. nee. Hier sind genug Leute da. Ne? Oh ja, lange Meter. Schmeiße ich das nochmal kurz an. Dann sollen die mir schon mal das Polymer herstellen. Oh, hier haben wir ein Wasserproblem. Wir bauen echt heftig ab. Braucht man da eine zweite Fusionsstation? Wie wäre es, wenn ich eine Getreidefarm noch durch eine Alge ersetze? Die hier, die eh scheiße ist. Ja, ich glaube, das würde ich machen. Ich mache das hier. Nee, die muss ich behalten. Nur drei Leute über. Hier müsste ich mal ein paar Arbeitskräfte reinschicken. Wie viel? Ja, hier ist ja genug Platz. Wir haben mit dem Wohnraum erhöht. Dann gerne aus Sektor 6 mal 10 Leute erstmal kurz darüber. In die 2. Arbeitskräfte. 15.
dass da jetzt erstmal genug da wären. Damit wir hier weniger Wasser verbrauchen auch, ne? Ich glaube, das wäre... Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Ach, komm schon. Hier sind ein bisschen viele Leute jetzt im Krankenhaus, aber ich kann es nicht ändern. Okay, wir haben 225 Polymer, haben wir. Soll ich das mal kurz wieder ausmachen? Wir haben für mindestens 2,3 Zyklen Batterie. Das heißt, reicht es? Oh nein, reicht's nicht. Die Batterien müssen komplett geladen sein. Für den Weg? Das hier ist kürzer. Ich werde mal einen Speicherstand erstellen, vielleicht lieber. Hier so einen älteren, den mache ich einfach mal. Wir fliegen durch den Sturm. Ne, wir ziehen jetzt einmal hier durch, lad die Batterien voll auf. 5 und 6 passt schon, wir müssen nur noch 1 und 2 hinbekommen. Dann brauchen wir 3 Zyklen hier rüber. Ich bin gespannt. Population Transfer complete. Jo, alles klar, weiß ich Bescheid. Das spart uns einen Haufen Zeit. Ja, was ist denn nun wieder? Alter, im Augenblick ist ja wieder hier was los, das glaubst du ja gar nicht. Schon wieder wäre er draufgegangen. Die Leute in Sektor 1 haben es noch rechtzeitig geschafft, ne? Jo. Nicht gelesen, dass wir gestorben ist. Die sind noch rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen. So, Leute habe ich hier rüber geschickt. Okay. Wenn ich jetzt... Oh, das geht ja rasant runter. Na, Strom kostet dasselbe. Das wäre jetzt machbar. Reiß ich die jetzt einfach ab und zieh schnell eine neue hoch? Müsste gehen, ne? Überall? So, machen wir hier. Aber wo bringen die dann die Nahrung hin? Brauche noch eine Halde für die Nahrung. Die möchte ich jetzt ungern opfern. Und jetzt reiß ab die Bude. Reiß die Bude ab. Reiß die Bude ab. Ja, warte mal, lass mal aufbauen kurz. So. Jo, wir sind eigentlich soweit. Sektor 1 müsste ich noch eine Kleinigkeit abschalten. So einen minimalen Sicherheitspuffer hätte ich schon gerne. Vielleicht kurz mal den Sondenwerfer. Reicht das schon? Ja. Wir haben zumindest 0,1 Zyklen. Okay, Leute, Abfahrt. Das wird bestimmt geil. 3 Zyklen brauchen wir. Abfahrt. Sag schon mal auf Wiedersehen. Oh, cool.
Oh, shit. Ja, ne? Mal gucken, ob es der Rumpf noch hergibt. Das war bestimmt keine gute Idee. Chevy 34. Ja gut, wir ballern erstmal los. Das Ding steht, dann reißt das ab. Weg damit. Wurde demontieren? Jawollo. Hui. Kriegen die ganze Nahrung gar nicht hier raus, ne? Ja gut, die Leute. Was? Oh. Ist natürlich auch die größtmögliche Strecke hier durch, ne? Ihre Rumpfintegrität kann durch Wetterbedingungen beeinflusst werden. Daumen drücken. Sonst hat sich's mit der Menschheit hier gleich erledigt. Sag ich dir. Muss, glaube ich, auch ein paar Legierungen mal hier rausnehmen, kurzfristig. Nee, lass mal. Ich will keine Request. Was ist denn wo? Hier. Ungünstige Weltraumwetterbedingungen können schwere Schäden an der Teilchen verursachen. Sofern es sich nicht um Ziele von entscheidender Bedeutung handelt, sollten wir betroffene Gebiete vermeiden, während wir unsere EKP-Systeme verwenden. Ich bin ja jetzt noch drin. Also ich bin bestimmt 20 Zyklen durch. Ich nehme es mal an. Allerdings kann ich ja jetzt... nicht da sofort raus. Hauptsache die Bude hält's. Oh, wir sind gleich unter 50%. Das gibt da auch wieder Stress. Ich sag's dir. Komm schon. Schlägt erstmal der Blitz ein. Ich sehe schon kommen. Warte mal, läuft hier alles? Strom ist noch da, ne? Oh mein Gott, das wird alles so knapp, ey. Könnt ihr hier mal... ich muss jetzt hier gucken. Strom reicht. Wir sind raus. Wir sind ganz klar raus. Jetzt muss ich einfach nur... 19 Zyklen hier bleiben, das sind wir locker. Wir müssen ja alles abbauen. Ja, jetzt ist... ach nee, wir sind ja noch bei 500. Okay, perfekt. Sonne. Und gleich rein. Ins Paradies. Nein, Moment. Scheiße, jetzt habe ich so... ein aktiver Sonnenwerfer. Oh, den habe ich ausgemacht. Moment. Map. Jo. Machen wir bitte an. Okay, das geht ja noch. Ich bin schon froh, dass wir hier durchgeballert sind. Ohne... ey, da fummelst du dir hier eine halbe Stunde dreimal grün hin? Oh, das ging schneller. Okay. Gleich nochmal eine Sonde bauen. Achso, das dauert einen Moment. So, in Sektor 6 ist schon wieder irgendwas. Was? Oh. Scheiße, ich muss. Wir haben zu viel Legierung. Das ist ja auch noch nicht oft vorgekommen. Jetzt echt mal diese mittleren Halden bauen. Hier geht es nicht weiter, weil sie hier nicht abbauen können, oder?
Doch, hier passt noch was rein. A probe has completed its scan. Hey? Kannst du bitte mal alles abreißen? Oh, danke sehr. Krieg sogar einen Chip wieder. Dann mache ich mal hier eben die Halde an. So, jetzt muss ich mich ganz kurz darum kümmern, dass hier direkt noch eine Algenfarm hinkommt. Ach du Schande, wie machen wir das jetzt? Am besten so. Mache ich hier nochmal eine Straße runter? Ja. Mach erstmal so. Eigentlich hätte ich die da oben hinbauen müssen. Naja, ist Latte. So, wir brauchen zwei Mikrochips. Mal kurz, also eigentlich nur einen, weil einen bauen sie ja ab, ne? Kannst du mal einen hier rüberbringen? Nee, warte mal, da sind drei geladen. Mach mal so. Zwei brauche ich. Mach's einfach so, kannst gleich nochmal regulieren. So, bringen die das jetzt rüber? Ja, ich kann eine neue Sonde bauen. Dann bauen wir Strom an, sobald die Rumpfintegrität wieder ein bisschen gestiegen ist. Ich will nicht unter die Hälfte kommen. Das wäre schlecht. Und das hier schaffen wir auch. Nice, okay. Sagt ihnen, was sie hören müssen. Verbesserung Außenbordschleuse. Was hat das nochmal gebracht? Achso, Reparaturgeschwindigkeit ist erhöht. Ja, okay. Sag ihm, was sie hören müssen. Genau das wollte ich. Während der Fahrt um 10% weniger Rumpfabnutzung. Das hätte ich gern eingereiht. Geht aber nicht, weil wir erst das dafür brauchen. Okay. Dann ist das so. So, macht ihr hier? Ja. Das läuft. Oh, ist gleich kein Wasser mehr hier. Hui. Das ist schlecht. Ich glaube, um eine zweite Fusionsstation kommen wir hier bald nicht rum. Oder ist nicht genug Eis da? Oh, es ist gar kein Eis da. Jetzt baut das mal bitte fertig. Wo wir haben so noch 150% Nahrungsproduktion. Das geht eigentlich. Oh, ich muss mal nach den Leuten gucken. Ja, das wird schon wieder ziemlich übel. Alter, das muss ich mal genießen. Wir haben fast 80 Leute hier über. Yay! So, Arbeitskräfte. So, gut, ich werde hier die Ressourcen jetzt erstmal abbauen. Achso, ist die zweite Sonne schon da? Das können wir noch zusammen machen. Und zwar war hier noch was Geiles. Das hier ist doch mega. War da Eis bei? Ich
bräuchte ja dringend mal Eis, sonst kann ich leider nicht so lange hier bleiben. Ja, hier sind alle Halden leer. Jo. Vielleicht habe ich da nicht richtig drüber nachgedacht. Ich guck mal, ob hier drüben noch irgendwo ein bisschen Eis ist. Dann würde ich das mit abbauen. Ansonsten müssen wir doch schneller wieder zurück, als ich dachte. Aber wir nehmen trotzdem noch alles mit, was es hier gibt. Wenn jetzt die nächste kommt, wir teilen erstmal die Schiffe zu. Ihr baut erstmal das ab. Und dann muss ich mal gucken, ob wir das Eisen noch mitnehmen. Ich warte jetzt noch kurz auf die Sonde. Aber wenn wir wirklich mit allen Schiffen losrauschen, sollten wir relativ schnell vorankommen. Allerdings wäre Eis schon echt wichtig. Warum bringt ihr die Legierung nicht hier rein? Hier ist doch noch Platz. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt bauen sollte. Ich mache das mal kurz aus. Nahrung haben wir ja erstmal. Tatsächlich ein bisschen was da. Boah, geht das runter, ey. Was ist denn, wenn ich die ausschalte? Dann wären wir immer noch bei 100%. Ich würde zumindest gern die Algenfarm noch eine Weile laufen lassen. Das wäre ja ein Träumchen. Sonne ist da. Ganz entscheidend, ob jetzt hier irgendwo ein bisschen Eis wäre. Ja. Oh, nice. Okay. Richtig geil. Gut. Dann werde ich hier erstmal ein bisschen abfarmen und lasse mal ein paar Zyklen vergehen. Muss dann als erstes mal das Eis an den Start bringen, dass die Fabriken weiterlaufen. Und ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen abzuwählen. Nicht, dass wir hier ein paar Frachtschiffe weniger haben, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Ja, 1500 Leute haben wir. Herzlichen Dank fürs Reinschauen auf jeden Fall. Es werden jetzt erstmal täglich Folgen kommen von Ixion. Denn jetzt will ich mal ein bisschen vorankommen, habe ein bisschen mehr Zeit, kann ein bisschen mehr aufnehmen bei Ixion. Und dann machen wir ein bisschen Fortschritt. Ne? Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Was auch immer. Bis dann. Tschüssi. Ah, schnell. Eis. Nice.